Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hansapark Moments. Heute besuchen wir den Hansacraft, Minecrafts einzigen Erlebnispark am Meer. Richtig gehört, den Hansapark in Minecraft. Dich erwartet jetzt ein Walkthrough durch den Park in Minecraft und einige coole Dinge zum Entdecken. Los geht's! Wir starten unseren Rundgang am Eingang des Parks. Hier ist zudem die Themenwelt Hanse in Europa, wie an den Gebäuden links und rechts zu erkennen ist. Der Minecraft-Server wurde darauf ausgelegt, den Park so realistisch wie möglich nachzubauen, weshalb einige Texturen wie die Wagen der Bahn automatisch geladen werden und es zudem auch möglich ist, über eine Website die Soundtracks an den richtigen Stellen einspielen zu lassen. Auch kann man die Bahn hier nicht nur anschauen, sondern auch wirklich mitfahren. Wir gehen jetzt einmal am Holzsteinturm vorbei Richtung Alter Jahrmarkt, um dort weitere Ecken des Parks zu entdecken. Natürlich sind auch Dinge wie die Essensstände wie hier gerade der Crepe-Stand eingebaut. Nun gehen wir einmal durch den Lachtempel, an den lustigen Spiegeln und am kleinen Zar vorbei hoch zu Fluch von Novgorod. Fluch von Novgorod ist eine aufwendig thematisierte Achterbahn im Park und wurde sehr realistisch im Spiel nachgebaut. Im Head-Up-Display von Minecraft unten befindet sich der Parkplan. Mit einem Klick landet man in einem Menü, wo man sich zum Beispiel die Regeln ansehen kann, die Synchronisierung für die Soundtracks aktivieren kann und sich zudem auch zu den Themenbereichen teleportieren lassen kann. Zurück bei Fluch von Novgorod gehen wir jetzt einmal schnell Richtung Plaza del Mar. An diesem Ort im Park befindet sich auch ein großer Teil des Showangebots im Park. Natürlich wurde auch hier im Nachbau nicht gespart und die Arena del Mar, die große Showbühne des Parks, wurde nachgebaut. Weiter Richtung Reiche des Nordens schauen wir mal in den Shop der 70 Meter hohen Achterbahn Kerma an. Dieser wurde originalgetreu nachgebaut und dient gleichzeitig als Ausgang der Attraktion. Jetzt wird es Zeit, mal einen Blick auf die Neuheit des Jahres 2020 im Park zu werfen, Avil das Welt. Während Avil dann echt noch eine Baustelle ist, kann man sich die neue Themenwelt hier in Minecraft schon ganz genau ansehen. Kaum zu übersehen ist natürlich die imposanteste Attraktion des Parks, der Schwur des Kernan. Selbst hier im Spiel wirkt das Schienen- und Stützennetz fast genauso imposant wie in echt. Kleine aber wichtige Erwähnung am Rande, auch Kernan wird man unter anderem auf dem Server fahren können. Hierbei wird man nicht, wie vielleicht erwartet und in Minecraft üblich, in Minecarts sitzen, sondern hier werden ebenfalls eigene Texturen verwendet, die Kernans Wagen dann entsprechen. Vorbei an Kernapulten schauen wir mal bei der kleinen Wikingerfahrt für die kleinsten Besucher vorbei. Jeder noch so kleine Bereich des Parks wurde nachgebaut und erinnert zum Verwechseln ähnlich an das Original. Wir alle kennen das Gefühl, aus den nicht geneigten Kurven herauszufallen. Crazy Mine. Ebenfalls selbstfahrbar steht sie hier in ihrem auffälligen Orange und der bekannten Minenthematisierung. Zum Schluss gehen wir nun nochmal zum ältesten und zugleich neuesten Bereich des Parks. Nessie, gebaut 1980, wurde 2019 aufgefrischt und zudem steht hier ebenfalls seit 2019 der höchste Gyrodrop Tower der Welt, der Highlander. Natürlich kann man auch diesen mit Onboard-Soundtrack und echtem Fall ins Spiel fahren. Sogar die Schulterbügel sind hierbei animiert. Damit beenden wir jetzt unseren Rundgang durch den Hansapark in Minecraft. Wir finden das Projekt ziemlich cool und sind erstaunt, wie viel Detailarbeit darin steckt. Nun bist du dran, schau dir den Server selber an, einfach in Minecraft 1.15.2 unter der Server-IP hansacraft.de. Das Team von Hansacraft freut sich schon auf dich und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Meinung zum Projekt in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal Hansapark Moments zu abonnieren, wenn ihr über den Hansapark keine Videos mehr verpassen wollt. Bis bald und macht's gut!